Ja. Hallo und herzlich willkommen aus der Elfringhauser Schweiz. Wir sind heute, wieder unterwegs mit Potternander. Das heißt, meine Hiking Buddies, der Tipple Buddy und die Hazel, mit von der Partie auf unserer kleinen Sonntagsrunde rund um den Bergerhof in der Elfringhauser Schweiz. So, den Bergerhof, den haben wir mal schnell nicht links liegen lassen, sondern zurückgelassen, weil da ist ganz schön voll und befinden uns, wie soll das anders sein, direkt schon auf den ersten Anstieg. Wir sind die Runde, glaube ich, entgegengesetzt der ursprünglichen Route gelaufen. Das spielt aber alles, glaube ich, keine Geige. Da gibt es nämlich ordentlich Höhenmeter. Durchatmen, Konzentration und ab geht's. Boah, ich schmeiß mich weg, ey. Wir schnaufen erstmal durch. Haben die erste Anhöhe erreicht und werden sofort mit tollen Fahrten belohnt. Wir sind ja in Gegenrichtung losgelaufen. Stell dir vor, wir hätten den runterlaufen müssen. Ja. Das wäre rutschig gewesen. Auf jeden Fall. Kannst du noch mal den? Ja, sicher. Oh, auf geht's. Ja. Das ist die Elfringhauser Schweiz im Kahl. Aber man hat jetzt gar nicht das Gefühl, im Ruhrpott zu sein. Wo sind wir? Ruhrgebiet. Kohlenpott. Hier ist ja nichts mit Kohle. Nee. Hier ist ja nichts. Schwatt also auch nicht, ne? Es riecht nach Weihnachten. Da könnte Weihnachten hier hinfahren. Hier. Ganz viel Weihnachtsbäume. Herrlich. Lass mal den Vitamin C-Schub mal. Der Martin möchte gerne hier die Bäume essen, weil er das im Outdoor-Video gesehen hat. Lieber versus Baum. Nee, machen wir nicht. Die sehen super aus. Richtig klasse. Das ist ein herrliches Panorama. Ich habe echt das Gefühl, dass ich echt weit, weit im Urlaub bin. Das ist halt das Ruhrpott-Allgäu. Oder? Schön hier, ne? Ja. Gute alte Bekannte hier in der Elfringhauser Schweiz, der Neanderlandsteig, den habe ich ja lieb gewonnen, herrlich. So, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie erleben hier eine Himalaya-Expedition ohne Sauerstoff in Audio. Die Bilder sind natürlich hier. Jetzt die Ärmel hochkrempeln. Es geht bergab. Aber so richtig. Komm mal, den du zuerst, wie immer. Ja. Diesmal kann nichts passieren. Herrlich. Wow. Schöner Trail. Auf geht's. Boah. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Prozent Steigung das ist. Das gucken wir hinterher nach. Aber das geht hier tüchtig bergab. Mein lieber Mann, kann man irgendwie gar nicht so darstellen. Aber das geht nur Schritt für Schritt. Halleluja. So,
Ja, Martin, sehr gut. Immer langsam vortasten. Ja, ja, ist so. Gleich haben wir es geschafft. Dann runterkommen wir so oder so. Sag ich dir. Aber hier kannst du wirklich nur im Zickzack runter. Meine Güte. Ja, genau. Wo ist mein Arschleder? Boah. Ja, ich frage mich auch, wo hier der Handlauf ist. Siehst du, da hast du einmal das Seil nicht bei. Und jetzt ziehen wir Mountainbike runter? Nee, auf keinen Fall. Ich mach mal lieber die rückseitige Kamera an, dann kann ich, den Martin besser beobachten. Ja, der wollte eigentlich gerade lieber auf den Hosenboden hier runterrutschen. Aber das lassen wir mal sein, weil die Buchse ist gerade neu und gewaschen. Ne? Wie sieht das aus? Aber da haben wir es gleich geschafft. So, Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Hier ein V-Log der besonderen Art. Wo wir gerade runter gekrochen sind, kam uns ein Trailrunner. Der hat uns überholt. Und zwar rannte der diesen Weg runter. Im Vorbeilaufen sagt er, mache ich jetzt zum 72. Mal. Da habe ich gedacht, an einem Tag, nix. Unten angekommen, wie wir jetzt, dreht er um und spurtet diesen Weg wieder rauf. Und sagt, das mache ich noch 8 Mal, dann habe ich 8000 Höhenmeter voll. 8900, dann ist das höher wie der Mount Everest. Und da sagt er, ich mache das schon seit gestern Abend 6 Uhr. Wir haben jetzt, Uhrenvergleich, 14.08 Uhr. Und er ist seit gestern Abend unterwegs? Ich jetzt mal im Ernst, der hat sich doch ganz normal mit uns unterhalten. Der hat sich unterhalten, der hat auch kein Gepäck oder so. Und der ist einfach da wieder rauf. Warte doch noch ein bisschen, vielleicht kommt er gleich wieder runter. Der ist auf jeden Fall in 30 Sekunden wieder da. Jede Menge Aussicht gibt es hier. Und eine kühle Brise, herrlich. Ja, kleines Päuschen. Haben wir uns auch verdient, herrlich. Ist das nicht wunderbar hier? Das hat Ruhrpott-Allgäu. Fantastisch, wirklich einmalig. Schöner kann man eigentlich überhaupt gar keine Pause machen, ne? Wunderschön. So, was gibt es bei euch? Was haben Sie? Ich habe gar nichts mit, ich habe nur so einen Riegel. Was? Also, aber ich habe einen Kaffee. Hier, guck mal. Das sieht anständig aus. Wo ist das Fleisch? Ja. Ah. Herrlich. Guten. Martin, wo bist du? Ja. Guck mal hier. Also hier jetzt meine ich, ne? Da müssen wir her? Nee, nee, da musst du lang. So. Ich sag mal Kastenstauder. Kann man machen, oder? Kann man mal machen. Okay, weiter geht's auf schmalen Pfaden mit Gegenverkehr. Man kann ja langlaufen, wo man will. Es ist und bleibt Sonntag und die Leute gehen raus. Klar, wir sagen ja auch nichts anderes, geht raus. Und so trifft man dann viele Leute wieder, die vielleicht die Tour in eine andere Richtung begonnen haben oder naja, jedenfalls kreuzen sich die Pfade und die Wege und das ist immer ganz witzig. Das ist immer eine schöne Begegnung. Hallo liebe Wandergemeinde. Oh, dicke Schnecke. Hast du dicke Schnecke zu mir gesagt? Ja. Die hat auch die gleiche Farbe wie deine Hose. Das gibt's ja nicht. Ein weiterer Panoramaschwenk von vielen hier auf dieser Tour, geprägt von wirklich guten und einmaligen Aussichten. Tatsächlich eine Schutzhütte, eine Wanderhütte oder ein Rastplatz. Sieht riesig groß aus. Ja,
verschlossen. Ja. Schloss vor. Schade, kann man jetzt nicht reingucken. Aber sieht riesig aus. Ja. Schön. Nicht gerade jetzt sehr einladend, aber steckt bestimmt mehr hinter, als man von außen sieht. Immerhin. Schutzhütte. Zumindest auch mit Feuerstelle da drin. Aha, sehr spannend. Freunde, nehmt euch in Acht vor dieser Zahlen- und Buchstabenkombination A2. Und wenn dann noch irgendwo ein Schildchen vom Sauerländischen Gebirgsverein steht, dann sind das höchst professionell ausgearbeitete, anspruchsvolle Wege, die auch viel Spaß machen. Ah. Aber bieten auch immer jede Menge Raum für ordentliche Anstrengung. Aber man soll sich die Wege ja auch irgendwie erarbeiten und die Aussicht und nicht mit dem Auto vorfahren. Jedenfalls sind wir gleich wieder am Ziel. Ich habe bis jetzt schon jeden Meter genossen. Es war definitiv genau die richtige Wahl und zählt schon jetzt zu einer meiner absoluten Favoritenrunden. Kann ich echt jetzt auch nur uneingeschränkt empfehlen. Zeige ich euch gleich mal das Panorama. Mega. So, hart erarbeitet. Aber die Anstrengung schon wieder vergessen. Den Sendemast, den Langenberger Sendemast, der liegt heute irgendwie im Dunst. Ist auch relativ hohe Luftfeuchtigkeit. Ab und zu tröpfelt es auch mal bei irgendwas um die 20 Grad. Die Sonne, die will sich so leicht da durchkämpfen. Ist aber meines Erachtens nach ein ideales Wanderwetter. Bisschen schwül, aber mit Sonne wäre jetzt hier, da hätte ich noch 2 Liter mehr mitnehmen müssen. Ach, was schön. Ah. Guck mal, hast du da ein Prüfsiegel drauf. Nicht schlecht, aber oh boah, tut das gut. Boah. Einmal Puls abkühlen, schön. Herrlich, kann ich nur empfehlen, super. Mach mal. Angekommen. Ja, na gut, Runde 10 Kilometer, knapp drüber, 3,5 Stunden. Eine der besten Touren bisher, tatsächlich. Rund um die Elfringhauser Schweiz, sehr, sehr geil. Ausblicke, Ausblicke, Panorama, Panorama, Panorama. Steigung, alles dabei. Super geil, hat richtig, richtig Bock gemacht. Auf der anderen Seite ist der Berger Hof, ja, Ausflugsziel, wie bereits erwähnt. Da ist richtig was los. Und jetzt bin ich auch tatsächlich froh, dass wir die Tour da zu Beginn rumgelaufen sind. Denn jetzt hätte ich, das wäre mir jetzt ein bisschen zu voll. Herrlich. Ja, ich hätte Bock direkt weiterzulaufen. Aber genug für heute. Macht es gut, bleibt gesund, vergesst das rausgehen nicht. Ne? Und vor allen Dingen bis zum nächsten Mal, euer Schrömi von Potterlander. Bye, bye.